Guten Morgen, Freunde analogen Unterhaltung. Willkommen zu Türchen Nummer 7 unseres Doppel-Adventskalender-Spezials. Wie letztes Jahr, wir öffnen Brettspiel-Adventskalender 2018 Frosted und für euch gibt es das Päckchen zu gewinnen. Und, dafür ist der Tag. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Bist du die 7 gefunden? Ja, ich habe sie schon gefunden. Wir lassen uns doppelt überraschen, weil wir wissen weder, was in diesem Päckchen drin ist, noch was hier drin ist. Aber das ist ja auch der Reiz an der ganzen Geschichte, sonst wäre es auch für uns ein bisschen zu langweilig. Dass das geklappt hat. Letztes Jahr kannte nur ich nicht den Inhalt und diesmal kennen wir ihn beide nicht. Was ist das? Hooker. Oh, das ist ein Spiel, was wir nicht haben oder was wir auf jeden Fall noch nicht gespielt haben. Alubari. Ne, das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Das ist Matagot und es scheint nur auf Englisch bislang draußen zu sein und das haben wir nicht. Schande über uns. Man bezahlt irgendwie Teeblätter. Und ich habe keine Ahnung, was es ist. Teeblätter, es hat was mit Tee, aber eine Eisenbahn ist auch drauf abgebildet. Ich finde die Illustration ganz nett. Sieht echt schön aus. Aber tatsächlich, und Matagot, wir müssen ja sagen, Matagot haut ja gute Sachen raus. Ne? Ich sage ja nur Treasure Island, Meeple Circus. Vielleicht hat sich da auch der Release verschoben. Kann jemand mal sagen, Alubari, gibt es das schon? Kommt es noch? Haben wir was verpasst? Das kann tatsächlich mal sein. Ist das ein Klassiker, den wir nicht kennen? Dass sich manche Sachen verschieben und es dann schon die Promos gibt ohne das Spiel. Aber Alubari, ja. Sagt das mir auch echt gar schön nichts. Aus. Tee und Eisenbahn. Schreibt mal in die Kommentare. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wobei, nee, schreibt nicht in die Kommentare, weil... dann vermischt sich das mit unserem, mit unserem Gewinnspiel, wo er ja in die Kommentare schreiben wollte. Außer wir sagen, das ist die Gewinnspielfrage. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ja. Die Gewinnspielfrage soll sich hier auf dieses Spiel beziehen. Ist das auch richtig? 7, jawohl. Und ein schönes großes Päckchen. Ui, es passt aber zumindest zum Adventskalender, auch wenn es jetzt nicht... Also, es ist natürlich dieses Match, es ist nicht Alubari, das aber... Ist, dreist. Aber es... Halt, da war noch was, da war noch was drin. Da war noch was drin, habe ich gerade gesehen. Ich glaube, da ist schon ein Erweiterungsprobo ist da noch drin. Das war es aber nicht. Die wir übrigens auch nicht haben. Schande. Die Rede ist von Uwe Rosenbergs Reykjavík nach Island geht's, wo man ja denkt, ja, da wächst ja nichts, da gibt's ja nur Vulkane. Ja, aber eben drum, wegen der Erderwärmung durch die Vulkane, kann man da wunderbar vielerlei Gemüse anbauen. Und genau das tun wir hier, um damit dann die Touristen glücklich zu machen. Weil im Kern ist es ein Racing-Game, wo wir hier auf einer Tourismusleiste vorrücken wollen. Und das sind natürlich jedes Mal unterschiedliche Abgaben. Die Bedürfnisse der Touristen wandeln sich von Zeit zu Zeit. Und genau das wollen wir hier tun. Und es ist im Prinzip ein puristisches Erntespiel. Ja? Es ist ziemlich alles weggelassen, was man sonst zusätzlich noch... Also, naja, es gibt schon so ein paar Rosenberg-Sachen, ne? mit Decks und so, mit Karten und so weiter. Aber es ist wirklich puristisch. Wir sehen, wir ernten und versuchen das alles und vor allem in der richtigen Reihenfolge hinzukriegen. Es ist nicht so schwierig. Ab 12 ist es schon fast Familienspiel plus. Ja. In einer guten Stunde locker drunter spielbar, in einer kleineren Runde. Ich glaube, werden wir auch bald vorstellen oder vielleicht sogar jetzt schon vorgestellt haben. Wahrscheinlich haben wir es. Wir haben es schon vorgestellt. Und auch der Story-Modus, naja gut, es ist gut, okay, der Story-Modus. Aber schau dich die Rezension an. Es ist ein schönes Spiel und das Einzige, was ich sagen muss, ich finde es thematisch ja auch eine tolle Idee, mit Island, aber es spielt keine Rolle, es hätte genauso gut auch der Vorgarten sein können von der Oma, aber weil was wir jetzt anbauen und wo spielt eigentlich keine Rolle, naja gut, auf den Karten vielleicht schon, aber ja, was sagen wir denn da, Island oder Erntespiel? Island, Reykjavík, ja. Reykjavík, Island. Reykjavík. Ich meine, auf Island wird ja kaum jemand gewesen sein, oder? Ich habe eine Idee. Es ist, wir haben auch drüber geredet, du hast ja gesagt, so von wegen, ja, du fändest es auch cool, wenn einfach Uwe Rosenberg mal wieder so ein richtiges Erntespiel à la Agricola, Experten-Erntespiel, auf jeden Fall ein neues Erntespiel, könntest du dir vorstellen. Macht ihr doch mal einen thematischen Vorschlag. Ne? Uwe Rosenberg wo hat ja schon... soll noch geerntet werden? Soll ein thematischen Vorschlag für ein Erntespiel von Uwe Rosenberg, also keine Ahnung. Ob komplex oder simpel, ob als Puzzle oder Roll'n'Ride, einfach, wo soll Herr Rosenberg noch ernten? Wo soll er ernten? Oder Zweistromland in Babylon, das finde ich zum Beispiel ziemlich cool. Ja? Macht ein thematisches Vorschlag für ein Uwe Rosenbergisches Erntespiel und vielleicht wird es aufgreifen, wer weiß. Ja, und wir verlosen es. Reykjavík ist das ideale Spiel, wo man manche Runden mit Agricola noch erschlagen würde, aber möchte ihnen gern schon die Rosenbergsche Spielwelt näher bringen. Ich finde Reykjavík auch als Familienspiel
Plus eignet sich ganz gut, um ja, diese Welt der komplexeren Erntespiele kennenzulernen. Das ist ein guter Rosenberg-Einsteiger. Ja, auf jeden Fall. Und das kriegt ihr auch noch dazu, oder? Ja, oder müssen nicht? Wir jetzt, ja natürlich. Ja, das müssen wir aufpassen, dass das nicht verloren das, geht. Das geht nicht verloren. Und gut. Da habt ihr wie üblich Zeit, bis Mitternacht in die Kommentare zu schreiben. Wir drücken die Daumen natürlich und danken an der Stelle mal wieder allen, die hier zuschauen, die uns abonnieren, die kommentieren, die uns unterstützen auf Patreon, die jetzt die Partnerlinks nutzen fleißig vor Weihnachten. Wenn ihr Brettspiele verschenkt oder bei diesem einen riesigen Online-Dingsbums da einkauft, dann könntet ihr auch Regenschirme verschenken. Aber Hauptsache über unsere Partnerlinks. Besser Brettspiele, aber auch, ja, keine Ahnung, wenn ihr vorhabt, eine Yacht zu kaufen, könnt ihr das auch gerne über den Partnerlink machen. Ja. Verschenkt jemand von euch eine Yacht? Nee, nicht. Vorsicht, sonst mischt sich wieder alles in den Kommentaren. Wie gesagt, viel Glück. Bis Mitternacht, habt ihr Zeit. Dann. Wir sehen uns morgen dann am 8. Dezember. Mit dem nächsten Päckchen. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.